Ich heiße Nicole, ich bin 35 Jahre alt, bin Logopädin und bin in der Nähe von Bamberg aufgewachsen in Deutschland. Und hier ist die Lynn, unser erstes gemeinsames Kind. Ich bin der Sebastian, komme auch aus der Region Bamberg, bin Bäckermeister und bin 37 Jahre alt. Schön, dass ihr miteinander hier seid, zu dritt. Die Lynn schläft, so wie es aussieht, schön gediegen. Wenn sie kommen sollte, dann schauen wir mal, ob wir sie auch noch begrüßen und mit einbeziehen. Vorläufig werden wir zweimal ein bisschen über eure Erfahrung sprechen. Ja. Rückblickend, weil ihr seid ja gerade erst hier am Kurs gewesen, in 2 Stunden geboren, Nicole, das erfreut das Herz eines Geburtsvorbereiters wie ich. Das bin seit 13 Jahren natürlich so immens. Hast wirklich super umgesetzt. Erzähl mal ganz kurz einen Einblick, wie man als Erstgebärende dahin kommt, dass man in so kurzer Zeit, so zügig das Kind gebären kann, auf natürliche Weise. Also so rückblickend denke ich, war es wirklich die Vorbereitung, die ich getroffen habe. Also dass ich so im 4., 5. Monat zu dir in den Kurs gekommen bin und von da an wirklich mich vorbereitet habe mit den Audio-Dateien, mit der Meditation, mit der Ernährung. Ich habe regelmäßig so Basenbäder gemacht. Ich war einfach so voll auf dem Trip und habe wirklich versucht, in so einen Flow reinzukommen, auch vorher schon, und mich einfach zu freuen auf das Ereignis. Du nennst es den Trip, den Schwangerschaftstrip. Genau. Das gefällt mir. Du bist, weil alle Schwangeren sind ja so oder so in einer Hypnose. Das ist wichtig zu verstehen, in einer, ich nenne es Schwangerschaftshypnose, nur die meisten Schwangeren in die falsche Richtung. Ängste, Sorgen, Befürchtungen, man erwartet das Schlimmste, alle reden in eine Richtung, die dich vielleicht eben negativ reinzieht. Das war bei euch anders. Genau, also durch die guten Vorbereitungen habe ich einfach viele Techniken gelernt, wo ich so das einfach stoppen kann. Wenn mir wieder jemand irgendeine Geschichte erzählt oder was passiert ist, dann konnte ich wirklich sagen, ja, ich höre mir das an, aber jetzt stopp, für mich geht es anders weiter, ich freue mich. Ich bin parat und ich möchte es einfach mal erleben. Ja. Das hast du explizit, es ist ein ganzheitliches Konzept, sanfte Geburt, mental mit dir so eingeübt, dass du dich auf gar keine fremden Meinungen, die dich nicht beflügeln und bestärken, einfach ausklingst. Ja? Ja. Und das sogar umpulst, daraus für dich eine Stärke machst und daran eben wächst, in deiner Stärke, oder? Ja, das habe ich probiert, ja. Das hast du so umsetzen können in der Schwangerschaft. Genau. Ja. Was hat dir dabei geholfen in diesem Online-Bereich? Das ist ja also, sehr, sehr umfassend und ihr seid auch gerade erst kürzlich hier gewesen, also ihr seid auf einem neuesten Stand. Was hilft einer Frau und dann vielleicht der Sebastian auch dem Mann, weil auch für Männer gibt es im Online-Bereich eine eigene Kategorie. Ja? Ja, also das Intensivtraining ist ja wirklich recht intensiv. Und wenn man sich das einen ganzen Tag lang anhört, dann ist man da voll dabei. Aber es war mir wichtig, dass ich die Sachen dann im Online-Bereich einfach nochmal ganz in Ruhe zu Hause anschauen konnte und nachlesen konnte. Also zum Beispiel, ja, wie die Physiologie bei so einer Geburt, was da alles so passiert, mir nochmal die Sachen durchzulesen, die ich mir anhören kann. Und das war mir am wichtigsten, genau. Also das Online, das ist einfach super, dass man da jeden Tag nochmal schauen kann, gerade dann, wenn man Ruhe und Zeit dafür hat. Und man muss sich da, man geht nicht vom Kurs weg und denkt sich, oh, jetzt muss ich mir alles merken bis zum Tag X. Man ist beruhigt, man weiß, man kann jederzeit nachschauen und kann sich da nochmal damit beschäftigen. Die ganze Zeit lang, bis die Geburt dann eben ansteht. Das ist heute der Vorteil von einem Online-Bereich, wenn man mit Videos, Audios arbeiten kann. Damit das richtig verstanden wird, hier, ihr seid noch an einem eintages-, siebenstündigen Intensivtrainingstag hier gewesen. Genau. Diese Übungen, das meinst du mit dem Intensivtrainingstag, die kann man aber auch eben dann neu im Online-Bereich zu Hause für sich einüben und umsetzen. Wie war das für dich, Sebastian? Du hast auch einen eigenen Partnerbereich besuchen können mit Übungsvideos, wie du deine Partnerin massieren kannst, mental stärken kannst.
Was hast du daraus mitnehmen können? Genau, wie du es gerade ansprichst, den Massagebereich fand ich super. Also den haben wir auch ein bisschen in der Geburt noch angewendet und vor der Geburt. Und was ich am besten fand, sind die täglichen E-Mails, die positiven, immer zum Weitermachen, die dann kommen von dir. Ah, das ist interessant zu hören, ja. Das ist auch ein Bestandteil. Also man hat eine tägliche kleine E-Mail, die dich dann im Alltag daran erinnert, was du 2-3 Minuten einüben könntest. Und das ist bestärkend, Nicole. Bestimmt auch für dich. Ja. Ja. Und vor allem, das hilft auch im Leben. Also nicht nur zur Schwangerschaft, sondern es ist allgemein anwendbar. Das ist das Gute. Das stimmt. Ich lese es immer noch. Ich habe mich noch nicht abgemeldet, obwohl die Lin längst da ist. Genau. Ich lese es immer noch sehr gerne und kann es nach wie vor anwenden. Ja, im Alter. Ist auch der Sinn davon, von diesem ganzen Konzept. Darum habe ich auch so Freude und mache das immer noch seit 2005, als ich da begonnen habe. Weil man kann es in den Alltag hineintragen, unabhängig von der Lebensthematik, losgelöst von Schwangerschaft und Geburt, um gelassener zu werden, um im positiven Flow die Dinge anzugehen. Das bestätigt mir. Genau. Wie das ganze Seminar ist. Das ist anwendbar für jeden Tag, auch ohne Schwangerschaft. Schön zu hören von einem Vater, von einem männlichen Anteil in dieser Elternschaft. Es ist ein Bestreben von mir, Männer auch immer mehr zu informieren. Sie sind ein wichtiger Teil. Das kannst du ganz bestimmt auch erfahren haben, Nicole, auch wenn die Geburt in 2 Stunden sehr kurz war. Aber der Sebastian war eine Stärkung. Ja, auf jeden Fall. Also das ist mir auch wichtig, dass das alle Männer da draußen hören, wie wichtig es ist, dass sie dabei sind und Unterstützung geben, wenn es möglich ist. Und eben Übungen, die wir vorher gemacht haben, immer wieder mich fokussieren, auch aufs Wesentliche, mir Wasser geben, ständig, dass ich einfach wirklich in dem Flow bleiben kann. Das war so wichtig für mich. Ja. Den Stein, den wir auch benutzt haben bei dir im Intensivtraining. Und den Duft. Den Duftstoff, also wirklich, ja. Und in dem Moment, wenn man selber dort ist, dann denkt man vielleicht wirklich, dann braucht man manchmal so einen Anstoß. Obwohl man das vielleicht vorher oft trainiert hat, braucht man manchmal einen kleinen Anstoß. Und das hilft dann, wenn dann jemand dabei ist, der einen da so ein bisschen auf den Weg bringen kann. Das nennen wir Auslöser setzen. Das nennt man im NLP Anker. Symbole setzen, diese Auslöser sind wichtig, um dich wieder daran zu erinnern, was du eingeübt hast, um das wieder abzurufen. Ja? Ja. Weil das Gehirn kann das, der Körper folgt dem. Du, Nicole, du bist ja auch Marathonläuferin. Ja. Habe ich in Erinnerung. Ja. Kannst du da irgendwelche Parallelen daraus ziehen? Vielleicht über die Atmung, über die Hormonausschüttung mit der Geburt? Ja, also im Vergleich, ja, würde ich sagen, wirklich, es fängt an bei der Vorbereitung, bei einer langen Vorbereitung. So einen Marathon läuft man auch nicht einfach von heute auf morgen, also da muss man sich ein bisschen länger drauf vorbereiten, wenn man möchte, dass es ein schönes Erlebnis wird. Und von der Atmung her ist es auch ganz wichtig, dass man da von Anfang an wie in so einen Flow kommt. Und es ist das Gleiche, was ich so im Nachhinein bei der Geburt erlebt habe. Es war wirklich so wichtig, dass ich in dieser Atmung von Anfang an drin geblieben bin. Also, dass ich das durchgezogen habe. Das hat mir sehr geholfen, genau. Und dann kommt, ich habe das Gefühl, das mit den Hormonen und das macht der Körper dann wirklich von selbst. Also, so Auslöser für mich war die Atmung und mir auch immer wieder Wasser zu geben, dass mein Körper funktioniert. Und dann konnte ich irgendwie auch loslassen und dann ist es von alleine gekommen. Über alles andere habe ich dann nicht mehr nachdenken müssen. Ist erstaunlich, wenn man das so hört von dir wahrscheinlich, für viele, die hier zuschauen. Ja, der Körper, wenn er etwas eingeübt hat über das Gehirn, folgt dieser Struktur und kann es wieder repräsentieren, ja? Ja, auch diese Übung mit, wenn die Zunge die Lippen befeuchtet, also das klappt wirklich super. Das ist auch beim Marathon so. Wenn ich was trinke und mir die Lippen befeuchte, dann habe ich wieder irgendwie wie Energie und kann weitermachen. Also das war bei der Geburt auch so. Sehr schön. Das sind ganz kleine Tricks, die in der Summe dann dich immer wieder dahin bringen, loszulassen, in deiner höchsten Energie zu gebären. Ja. In 2 Stunden, weißt du, das ist einfach nur wunderbar. Das können viele hier vielleicht gar nicht glauben. Das ist nicht eine Ausnahme, sondern das ist in meiner Arbeit mit fast 15.000 Geburtsvorbereitungen, liegt das in der Statistik zwischen 2 bis 9 Stunden.
Also toll, auch als Erstgebärende. Ja. Ich kann mich noch erinnern in einem kurzen Vorgespräch, dass da die Ärztin ein bisschen erstaunt ein paar Anmerkungen während der Geburt oder danach einfließen ließ. Kannst du da was dazu sagen, Nicole oder Sebastian? Ja, also die Ärztin, die dabei war bei der Geburt, die hat uns da so ein bisschen beobachtet. Na klar, also die hat natürlich ihre Sachen da gemacht und wir waren da voll in unserem Flow und haben da wirklich die ganzen Übungen angewendet und dann hat sie das irgendwie beobachtet und hat so gemeint, oh, was macht ihr da? Also sie war erstmal ganz erstaunt, was wir da alles mitgebracht haben in den Gebärsaal. Und dann hat sie wirklich auch so am Ende gemeint, oh, aber es funktioniert, es scheint zu funktionieren. Also es ist gut, was ihr da macht. Man hat nach 2 Stunden Geburt wirklich das Recht, das zu behaupten. Ja, es funktioniert. Ja. Schön, dass ihr das so erleben durftet. Auch für dich als Vater, Sebastian, als Begleitperson, der die Stärke hineingetragen hat, die Anwesenheit, ist ein schönes Erlebnis, oder? Auf jeden Fall. Und sie hat mich gebraucht und ich habe auch sie gebraucht und das hat alles super funktioniert. So seid ihr ein perfektes Team gewesen, ja? Genau. Ihr würdet wieder gebären wollen. Ihr könnt zurückblicken und sagen, es war schön, es war positiv, ich würde gerne. Ja. Es ist wirklich ein Wunder und ich wünsche wirklich jeder Frau, dass sie das erleben kann, so auf dem Weg. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Weg der natürlichen Geburt zu gehen. Könnt ihr beide bestätigen? Ja. Ja. Das ist für mich etwas ganz Wesentliches, warum ich diese Videoserie mache, diese Interviews, weil ich will darauf hinführen. Wir haben eine riesenhohe Kaiserschnittrate, ja zur natürlichen Geburt zu sagen, denn es lohnt sich, wenn man weiß, wie man eine gute Vorbereitung ins Geburtszimmer hineintragen kann. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ihr habt euch auf die Geburt gefreut, oder? Ja. 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 Ich habe mich sehr gefreut. Ich wollte es auch wirklich einfach mal erleben. Es war die erste Geburt und ich habe mich, ja. Doch, ich wollte auch dabei sein. Und es waren die Ängste, die da vielleicht anfänglich waren. Ich kann davon ausgehen, dass ihr vielleicht auch wegen dem den Kurs besucht habt. Erste Geburt hat immer Zweifel, was kommt da auf mich zu? Die waren einfach weg, die waren verschwunden. Die konntet ihr sogar umwandeln in stärkende Energien. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Also durch die Übungen und durch das immer wieder Dasein jetzt in dem Moment und es ist völlig unwichtig, was irgendwie war oder was da auch noch kommt, wir bleiben jetzt da und schauen, wie es läuft. Und vor allem sind die Übungen ja auch täglich anwendbar. Nicht nur zur Schwangerschaft, sondern zum täglichen Leben zu gebrauchen. Konntest du im Alltag auch einsetzen? Immer noch. In deine Bäckerei? Immer noch, natürlich. Jetzt natürlich, wenn man ein Kind hat, sowieso in der Ruhe bleiben, gelassen. Genau. Das ist für mich nach wie vor das Wichtigste. Sehr schön. In Ruhe bleiben im Moment und Schritt für Schritt jeden Tag meistern. Was könntet ihr so als abschließende Frage, als Antwort geben, wenn ich euch jetzt fragen würde, warum würdet ihr jemandem empfehlen, der dieses Video jetzt schaut, entscheidet euch für das sanfte Geburtkonzept, bucht das, es lohnt sich. Vielleicht als Nicole, als Mutter und als Vater dann, was würdet ihr sagen, warum dieses Konzept? Also es ist die Chance auf ein wunderbares Geburtserlebnis, wenn man sich darauf einlässt und man kann sich gut vorbereiten und fühlt sich einfach fit für die Geburt und das ist das Wichtigste, dass man dort mit Energie an den Start geht und dann ist man gewappnet für das, was kommt. Ja. Sebastian? Könntest du noch was dazu sagen für die Männer? Für die Männer? Warum lohnt es sich auch für die Männer? Die Investition ist immer so eine Frage. Männer, ja, soll ich das? Es genügt doch. Ja, genau. Wenn du da einfach im Spital ein herkömmliches Kürzchen besuchst, komm, lass uns das machen. Warum lohnt sich die Investition nachträglich? Weil man sehr gut vorbereitet wird, auch als Mann. Man weiß, wie man seine Partnerin unterstützen kann. Und vor allem, wie ich schon öfters erwähnt habe, dass man auch das täglich anwenden kann, auch nach der Geburt. Du hast einen Mehrnutzen. Genau, du hast einen absoluten Mehrnutzen. Das ist schön zu hören. Von dem her,
möchte ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bedanken bei euch dreien. Die Lin ist ja schön eingekuschelt, ruhig und schlafend geblieben. Hat sich sehr gelohnt. Ihr habt viele werdende Eltern, hoffe ich doch sehr, positiv beeinflussen können, um sich gut vorzubereiten, weil es sich sehr, sehr lohnen kann, natürlich zu gebären. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch alles Gute für die Familienzeit und gerne bis bald. Alles, alles Gute, ihr zwei. Danke. Ade.